Ich habe keinen Bock mehr, ich resigniere, das kann ich komplett ausschließen, ja, absolut. Und alles andere habe ich immer. Phrases like, I don't want it anymore, I give up, and not for me. I don't have thoughts like that. I recharge my batteries during the winter break and they're full. It's not that I'm completely down after just one game, which went as bad as some of those in the first leg. Resigniert oder am Boden zerstört, das bin ich nicht. I'm realistic, but still convinced of the success of our mission in this second leg. So no, I don't give up. Vom Erfolg unserer Mission, die diese Rückrunde nun mal bedeutet, absolut überzeugt. Und dementsprechend ist das für mich kein Thema. Naja, klar, die Fehler, die Dinge, die nicht gut gelaufen sind, muss man ansprechen. Also wir müssen nicht Augenwischerei betreiben und so tun. Das ist einfach. We have to talk about things that didn't go well. We cannot ignore them. One thing is that we should not create a feeling that the world is conspiring against us. We have a part in this. If it was just a question of willpower, it would be easy. We just do not make the right decision at the right time. That is why we have big chances that don't result in goals and small chances that do not turn into big ones. We just make the wrong decisions. Of course, we can change that. We have to be more gutsy. Zu Toren werden oder kleinere Möglichkeiten, die nicht zu großen Möglichkeiten werden, werden wir da die falschen Entscheidungen treffen. Und das ist etwas, was natürlich zu ändern ist, wo wir aber auch ran müssen. Und wir müssen das Ganze mutiger angehen. Wir dürfen auf gar keinen Fall weiterhin den...